ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Portaltagen in September. Juiuiui, ich habe mich kurz hineingechannelt, was da auf uns zukommt in den nächsten Tagen oder in den nächsten 10 Tagen, besser gesagt. Denn die Portaltage sind vom 1.9. bis zum 10.9. Die gehen in einem Stück durch, was ja der Vorteil ist, weil wir dann uns wieder erholen können oder ein bisschen erholen können. Ich habe so das Gefühl, es wird ein bisschen umgegraben. Etwas, was im Verborgenen lag, kommt jetzt an die Oberfläche. Alles, was du noch nicht aufgeräumt hast, kommt an die Oberfläche. Alles, was hart oder was du dir hart erarbeitet hast oder deine Glaubenssätze, die werden umgeschmissen. Also hier spüre ich ganz, ganz deutlich, also für meine Zuschauer, Zuschauerinnen, spüre ich, dass hier etwas umgekrempelt wird. Ne? Ja, also es kommt wirklich eine gewaltige Energie auf uns zu. So eine kleine explosionartige Energie. Und nicht immer muss eine explosionsartige Energie schlecht sein, sondern es möchte uns nur etwas aufzeigen, wo wir vielleicht vorher uns nicht getraut haben, hinzuschauen. Und das werden wir jetzt machen. Ja, ihr seht mal meine Haare, die jetzt ja geflochten sind. Und ja, wie sagt immer eine Klientin, wenn ich so flechte, wie eine Königin im Mittelalter. Ja, ich liebe auch so mittelalterliche Kleidung. Ich liebe es. Also ich könnte ja mit solchen Kleidern die ganze Zeit rundherum laufen. Ja, vielleicht geht es dir gleich wie mir. Es ist einfach eher etwas Besonderes. Ne? So, jetzt würde ich sagen, wir geben die Karten zur Seite und schauen hinein, was kommt in den 10 Tagen auf uns zu. Es wird keine 10 Stapeln geben, ja, weil es eine Reise ist. Und in dem Fall habe ich das Gefühl, dass es eine Legung sein sollte, was auf uns zukommt. So, dann bin ich jetzt echt gespannt, was ihr umkrempelt, was kommt an die Oberfläche, was ist versteckt hier bei euch noch vergraben und um welche Themen geht es in den Portaltagen, all das und vieles mehr. So. Also Schmerz könnte nochmal an die Oberfläche kommen, habe ich das Gefühl. Trauer. Ja, Trauer und Schmerz spüre ich auch ganz stark. So, was erwartet meine Schatzis? Die Eule haben sich umgedreht, aber nur fast. Also viel Weisheit, Wissen, altes Wissen. Ich spüre wirklich uraltes Wissen. Das ist nicht nur Wissen, sondern es ist wirklich mittelalterliches Wissen, Weisheiten, die jetzt so Anteile, die jetzt zu dir zurückreisen möchten. Vielleicht auch viel Heilung. Was kommt auf uns zu in den Portaltagen? Eine hätte ich gerne noch. Jawohl. Der Ring. Also es kommen neue, alte Verträge auf, ja, alte Verträge, die du in einem Mittelalter oder in deinem Vorleben abgeschlossen hast, ja, die dich in diesem Leben noch triggern, aber ordentlich triggern, und die kommen jetzt an die Oberfläche. Bei uns geht heute der Sturm draußen, aber gewaltig. Die Karten sind voll ursuper, aber die sind richtig dick.
Da haben wir die Hingabe, die Himmelstänzer unter euch. Hm? Ich habe noch gesagt, ne? Schmerzen, die an die Oberfläche kommen, die transformiert werden, ne? Kann sein, dass es in den Portaltagen erst an die Oberfläche kommt, bevor es in die Transformation geht. Deshalb liegt sie auch in den Verborgenen. Ja, Schmerz nehme ich schon wahr. Also hier wird etwas ordentlich an die Oberfläche geschleudert. Aber auch viel Heilungschancen, ja. Heilung. Zeige deine Individualität. Ja, du sollst dich so zeigen, wie du bist. Also nichts verstellen, nichts verschönigen, sondern einfach so, wie du bist, bist du. Dass du das auch mal zeigst, dass du immer mehr dich selber zeigst, wer du bist, was du bist. Es geht um die Gnade, das ist auch interessant. Gnade und die Eleganz. Ich glaube, die Eleganz ist auch bei den Singles. Single-Orakel oder Monat-Single-Orakel rausgefallen in einem Stapel. Oder im Monats-Orakel allgemein. Das kleine Kind, also es geht um dein inneres Kind. Du findest wieder den Schlüssel und den Zugang vielleicht zu deinem inneren Kind. Ja, es wird ordentlich umgegraben hier. Also ich sehe so eine alte Erde. So eine alte Erde, ihr kennt es sicher, für alle die, die einen Garten zu Hause haben, oh ja, wo ihr reinstecht in die Erde und umgräbt. Also hier wird alles mal umgegraben hier. Hier könnte es wirklich sein, dass Singles plötzlich ihren, das ist lustig, die Karte hat sich vorhin auch schon gezeigt, aber noch nicht umgedreht, jetzt kommt sie erneut. Dann hat die Maria Magdalena euch was zu zeigen, auch der Stern hat sich jetzt leicht umgedreht. Also es geht viel um Erleichterung, aber es kommt natürlich, wow, euer Schutzengel, den spüre ich zum Beispiel seit Ende August, spüre ich meine Schutzengel. Naja, und der Erzengel Gabriel ist auch nicht weit, ne? So, der Geistführer. Du wirst geführt werden von deinem Schutzengel, von deinen Lichtwesen. So, such mal einen Platz hier. Und dann werden wir mal die Kerze gemeinsam entzünden.
neues Lebensziel. Sehr gut. Also du steckst dir in diesen Portaltagen ein neues Lebensziel, ein neues Motto. Ja, also es kann sein, eben, das ist genau das, was ich in der Einleitung gesagt habe. Ich habe hier das Gefühl, dass du deine Glaubenssätze, das wirst du über Bord werfen. Alles Alte, was nicht mehr zu dir gehört, schmeißt du einfach hin, schmeißt du weg. Oder vorher wird noch etwas umgegraben. Ich sehe hier gerade, da ist eine Karte. Interessant, die hat sich dazu geschmult. Okay, das ist interessant hier. Ehre und Erfolg. Gut, ich nehme es dazu. Ich gebe es jetzt zu denen. Hoppla. Ist ja kein Zufall, dass die gerade hier dabei sind. Ne? Hat alles seinen Grund, seine Bestimmung. Wow, deine Anziehungskraft wird nach den Portaltagen sehr, sehr intensiv sein. Du musst eine starke Anziehung, eine starke Energy haben. Ich habe schon gesehen. Und das sind die zwei. Jawohl. Aufgestiegene Meister. Ja, wir werden jetzt in den Portaltagen sehr, sehr gut geführt werden, meine Lieben. Jetzt entfachen wir gemeinsam die Kerze, oder wir entzünden die Kerze, so. Na? Oh ja, das könnte hartnäckig werden für viele, oder eine herausfordernde Zeit, schaut dir mal das an, ne? Interessant hier, na gut. Ihr seid ja live dabei, ne? Schon interessant, ne? Aber es geht gut aus, ne? Für alle, die eine herausfordernde Zeit haben, es wird schön, es wird positiv, ne? Also die Kerze ist auch kerzengerade. Kann sein, dass es Zündschwierigkeiten, Startschwierigkeiten gibt. Aber ihr werdet das hinkriegen und ich bin echt schon gespannt, was da drinnen ist. Ich drücke jetzt nur mal kurz auf Pause und gehe mal kurz auf die Punkti-Punkti. Ich bin gleich wieder da. So, für alle, die jetzt gedacht haben, dass ich auf die Toilette gegangen bin, nein. Das war ein Scherz. Nein, ich bin nicht auf die Toilette gegangen. Ich habe mir Nelkenöl auf mein Zahnfleisch geschmiert. ja, ich kriege dann den Impuls und das mache ich dann auch. Und somit, vielleicht ist es auch bei euch, vielleicht benötigt ihr auch Nelke. Ich spüre hier ganz, ganz stark, in den ersten Portaltagen könnte euch Zimt sehr gut helfen. Kakao, Nelken, Äpfel, und so Entspannungskerzen auch, so Entspannungsdüfte. Ja. So. Na dann, bin ich gespannt. Was kommt denn auf uns alle zu? In den Portaltagen im September. So. Die ersten Karten, die hier herausgekommen sind, ich schau mal. Ja, die Schlange, ne? Aber das ist die einzige, die hier auf dem Kopf liegt, ne? Also auch interessant. Ich deute es jetzt nicht auf den Kopf, aber voll interessant. Das heißt, hier können wirklich Umwege, Hindernisse, Ängste, Unsicherheiten, Widrigkeiten, Falschheiten losgelassen werden.
Hier verhaltet sich jemand oder hier hat jemand Angst, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu tun, mit falschen Menschen zusammenzukommen. Ja, hier habe ich das Gefühl, dass hier eine Reinigung stattfindet, dass du dich wegdrehst von falschen Menschen, die dir Angst gemacht haben. Oder du hast Ängste vor falschen Menschen gehabt. Dann lässt du das los in den Portaltagen. Also falsche Menschen könnten jetzt noch mal ein Thema sein. Wenn du gedacht hast, Mensch, du hast das schon hinter dir. Nee. Da könnte ein Ex-Partner plötzlich auftauchen und Angst bekommen. Ex-Chef, Ex-Chefinnen könnten wieder auftauchen. Hier ist etwas, was wirklich so in die Falschheit oder alles, was falsch gewesen oder falsch gelaufen ist in deinem Leben, beginnt richtig zu laufen, ja? Aber hier sind die Mäuse, die knabbern eh schon an den falschen Menschen. Du knapperst schon. Du spürst das schon. Da, diese Person, nee, der vertraue ich hier nicht. Ne? So. Das hinterfragst du. Das kann jetzt natürlich im beruflichen Sinne zu tun haben, weil der Anker, das gefallen ist, ist es aber nicht immer. Das ist nur die Arbeitskarte. Das heißt, und auch, dass du irgendwo den Anker gelegt hast. Das heißt, den Anker setzt, neue Segel setzt, neue Bestimmungen, das Boot nach vorne bringst, an Land gehst, also dass du dein Ufer gefunden hast. Also hier kommst du auf ein neues Ufer, in ein neues Fahrgewässer. Das, was dir sehr gut tut. Weil ich nehme hier wirklich wahr, dass hier eine Person ist, die dir nicht gut getan hat, die ihr ständig an dir genörgelt hat, immer was zum Aussetzen gehabt hat. Vielleicht hast du auch mit dieser Person im beruflichen Umfeld zu tun gehabt, aber ich sehe hier, diese Person geht raus, weil es kommt zu einer positiven Veränderung. Und es ist ein glücklicher Ausgang. Also es kommt zu einer glücklichen Wende. Aber es wird nochmal herausfordernd. Na, es ist gut, dass der Berg nicht dazu gefallen ist, weil das wäre dann auch nochmal zusätzliche Belastung. Und von dem bekomme ich hier wirklich herein, dass hier die Störche beginnen jetzt wieder. Ja, hier beginnt wieder etwas zu kreisen, also wie wenn du ein Land anvisierst, ein Projekt anvisierst, einen Menschen anvisierst oder ein Mensch visiert dich an, ein Chef, der Ex. Das könnte auch Stalking sein, ne? Dass dich jemand stalkt. Jemand will nur deinen Vorteil, also jemand schaut nur auf ihren Vorteil. Aber nicht auf den Vorteil, was für dich gut wäre. Und an dem arbeitest du in den Portaltagen. Also es ist echt stürmisch bei uns, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr den Sturm hört, aber es ist schon krass hier. So, was ist denn noch gekommen hier in den Portaltagen? Wow. Die Offenbarung, sehr gut. Ja, das ist genau das Umgraben. Ja, etwas kommt an die Oberfläche, etwas, was unten war, kommt plötzlich nach oben. Ja, also alles, was unten war, wandert nach oben. Ein unmarkierter Pfad. Also es kommt jetzt ein Weg auf euch zu. Ihr müsst es euch so vorstellen. Ihr kommt, ihr fahrt mit einem Auto, lasst euch treiben und ihr kommt an einen Ort. Und eine magische Frau sitzt am Wegesrand und fragt euch, wohin des Weges.
Und er sagt, ja, das ist so schön, wo bin ich denn hier? Und dann sagt sie, dort, wo du sein möchtest. Das, was es sein soll. Lass dich inspirieren von dem Ort. Und so bekomme ich das herein. Hier ist noch etwas unmarkiert, noch nicht betreten. Also hier kommt etwas Neues, etwas Unerwartetes, etwas komplett Neues. Das, was du in deinem Leben noch nicht hattest, wird jetzt plötzlich oder kommt plötzlich an die Oberfläche. Ich spüre auch, dass du dich plötzlich an etwas erinnerst, wie wenn es dich einen Schlag, wie wenn so eine Schallwelle dich erreicht und du kannst dich an deine ganzen Vorleben erinnern, zum Beispiel. Ne? Bei mir war es auch so krass. Also ich hatte auch so ein Erlebnis und das war bei mir auch so, dass wie eine Welle mich umgeben hat und ich sah meine ganzen Vorleben und das war schon krass. Und unter anderem weiß ich auch, dass ich Schneewittchen war. Und das ist voll interessant, denn das spürt auch mein Kind. Ne? Also das ist schon interessant hier. Und das führt sich natürlich auch in diesem Leben fort. Ne? Ich hatte ja auch, oder ich nenne es jetzt mal Erzeugerin, die auch dieses Gift ausgesprüht hat. Ne? Und genau das widerfährt uns wieder allen. Ne? Und das kommt, um es aufzuarbeiten. Und was im Vorleben war, kommt wieder an die Oberfläche, ne? Und die war wirklich dermaßen eifersüchtig auf mich, auf mein Ausschauen, auf mein alles. Und ja, auf einmal haben sie mir das Bild gezeigt und auch wie das war. Und viele Klienten fragen mich, hey, wie war Schneewittchen? War das wirklich so, wie es im Märchen steht? Vieles ja, vieles nein. Falls euch interessiert, erzähle ich euch da ganz mehr. Ja? Das heißt, alles, was im Vorleben passiert ist, wiederholt sich nur in einer anderen Form, weil wir in einer anderen Zeit leben. Ganz klar. Und das ist schon spannend. Ja, also ich war Schneewittchen. Tatsächlich. Ja, Orientierungssuche. Das ist auch interessant, ne? Weil wie ich so 18. Ja, ich glaube so 18, 19. Ja, da hatten alle gesagt, da habe ich auch einen roten Lippenstift. Das war so, ja, ich liebte das. Und da hat wirklich jeder zu mir gesagt, du schaust aus wie Schneewittchen. Das habe ich sehr, sehr oft gehört. Hatte dann nochmal dunkle Haare. Ich zeige euch mal ein Foto, wo ich so lange, aber nur in schwarzen oder dunkelbraunen Haaren hatte. Und schaute auch da aus wie Schneewittchen. Ja, sehr interessant hier. Wir haben hier die Orientierungssuche verirrt. Hier könnten auch Märchen eine große Rolle spielen, weil es ist ja kein Zufall, dass ich euch das jetzt erzähle, weil ich habe euch das ja noch nicht erzählt, ne? Dass ich die Sonne bin, ja, das habe ich euch schon mehrmals erzählt, aber Schneewittchen, das ist das, was einige Klienten von mir wissen, wenn es passt. Aber ansonsten weiß das so gut wie keiner. Zusammenkunft, die Macht der Gemeinschaft. Also es geht wieder um diese Gemeinschaft. Vielleicht verirrt dich etwas. Ja? Vielleicht verirrst du dich in der Gemeinschaft. Vielleicht suchst du auch in den Portaltagen die Gemeinschaft. Ich habe auch das Gefühl, dass du etwas suchst. Du suchst nach etwas, was du verloren hast. Und das kann dir in den Portaltagen sehr, sehr gut gelingen, dass du das wieder ins Leben bringst. Ins Leben holst. Und du kommst vielleicht drauf, einer ist nichts, ne? Also ist im Grunde genommen, hier ist das Sprichwort wirklich so, mit mehreren Menschen gewinnst du mehr als ein einzelner Mensch. So bekomme ich es herein, als Aussage hier. Dann haben wir hier, wow, das gefällt mir auch ganz gut. Ja, hier werden Schulden bezahlt, ja? Menschen, die
die etwas in deinem Vorleben dir angetan haben, ne? Jetzt so auch bei Schneewittchen. Und meine Erzeugerin war wirklich dermaßen so oft meine Erzeugerin. Wirklich dermaßen oft in den Vorleben. Immer wieder das Gleiche, immer wieder diese Vergiftung, ja, immer und immer wieder, bis man gelernt hat, sich da tatsächlich herauszulösen, was mir Gott sei Dank in diesem Leben sehr gut gelungen ist. Also hier auch, hier wird eine Schuld wird beglichen oder du begleichst eine Schuld bei jemand anderem. Vielleicht kommst du drauf, dass du zu anderen Menschen nicht fair warst. Und hier kommt so eine gute Fee, die das zeigt. Die Last und Gewohnheit alter Schulden wird nun von dir und deinem Leben genommen. Ja, ein Fluch wird aufgelöst, kann auch nur durch Liebe und Wissen aufgelöst werden, meines Erachtens. Hilft, ja, ich bin jetzt kein Fan davon, weil ich weiß aus Erfahrung, dass nur Liebe, und das sage ich wirklich dazu, nur Liebe kann etwas auflösen. Nur Liebe. Egal, was andere Menschen dir angetan haben, Liebe ist das Beste, was man Menschen geben kann. Und das zu erreichen, ist nicht leicht. Was noch sehr, sehr gut helfen tut, wenn ihr merkt, Menschen umkreisen euch mit nicht so schönen Gedanken und ihr wisst oder ihr spürt das, wer das ist. Oder ihr wisst, wer das ist, dann gebt sie diese Menschen in die Vergessenheitswelt. Also das heißt, ihr vergesst Menschen, ihr vergesst sie, ihr streicht sie aus euren Leben, aus euren Energiebahnen und dann kann euch das nichts mehr anhaben. Das ist wichtig, weil Vergeltung oder das hilft alles nichts. Der kommt wieder, weil nur die Liebe heilt. Und das ist einfach so. Das war schon im Vorleben mehrmals so. Und das ist in diesem Leben nicht anders. Also hier, auch hier, nur Liebe heilt die Wunden. Dass man natürlich dort ist, ne? Weil viele Klienten kennen oder viele meiner Zuschauer, die wissen das auch, die kennen das auch. Und deshalb ist es wichtig, bis man dorthin gekommen ist, dass man die Person anschauen kann und sagt, ja, ich liebe dich. Ja, das braucht Zeit, meine Lieben. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wem sollst du vergeben? Ja, da wären wir schon. Weil nämlich die Schlange steht auch für Mutter. Ja, das könnte auch für ein Mutterthema stehen. Überlege dir, wen oder was du vergeben sollst. Wenn du alten Ärger und Groll loslässt, werden sich deine Wünsche verwirklichen. Ja, das Loslassen ist schon ganz wichtig. Ja, das Loslassen ist einer der wichtigsten Dinge, weil das der erste Schritt ist zur Heilung und Liebe zu empfinden und auch Dankbarkeit. Und das ist wirklich ein langer Weg, aber ich kann es euch versichern, er zahlt sich definitiv aus. Sei locker, hör auf, alles so sehr kontrollieren zu wollen und alle Türen werden sich öffnen. Auch hier nicht mit dem Verstand, mit dem Ego was erreichen wollen, sondern tatsächlich mit der Liebe. Also noch einmal die Bestätigung. Hör auf, etwas zu kontrollieren von deinem Ego, dann werden sich Tür um Tür bei dir öffnen. Dann haben wir hier, ups, die möchte zuerst, gut, Mann zuerst. Großer Erfolg, ja, du wirst großen Erfolg haben in den Menschen. Ein Projekt, was du jetzt beginnst oder was du begonnen hast, werden Menschen zusammenführen. Werden Menschen wieder in das Glück, in die Liebe, in die Feinfühligkeit bringen, um dich herum. Und
Du wirst mit Menschen zusammengeführt werden, die genauso diese Liebe wie du schon spürst. Und das ist diese erfolgreiche Tafel. Hier wirst du dich nur mehr mit Menschen zusammentreffen, zusammensetzen, wo du ein gutes Gefühl hast. Dann haben wir hier Freundschaft, Leben, Wohltätigkeit, sehr gute Zeit, Erwartungen und umgekehrt. Das gefällt mir jetzt ganz gut. Wenn du in irgendeiner Art und Weise Erwartungen gehegt hast, ne? Meine Mutter, mein Vater muss sich doch entschuldigen, der muss das doch kapiert haben, dass dieses und jenes, nein, 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 nein. Denn die Erwartung, das ist nur deine Erwartung, das heißt nicht, dass deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwester schon genau so weit sind. Die sind vielleicht noch gar nicht so weit. Und es ist auch nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, die Erwartung von anderen Menschen loszulassen, zu lieben, achtsam zu sein. Und all das, was du an Groll oder an der Mensch muss doch, ja, die müssen doch, das lass bitte los. Denn jetzt ist eine sehr, sehr gute Zeit, um dein Leben zu genießen, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Eine Zeit für Freundschaften, Zusammenkünfte. Da haben wir Freundschaften. Knüpft eine Wohltätigkeit, unterstützt andere Menschen. Setzt euch zusammen und macht etwas Gutes daraus. Eine sehr gute Zeit, um jetzt dein Leben von deinen Belastungen, na, Schulden können ja auch belastend sein für einen, oder das müssen jetzt ja keine Schulden sein, das können ja nur Belastungen auch sein, die du da spürst. Und diese Belastungen gehen jetzt raus aus deinem Energiefeld, denn du vergibst jetzt. Du nimmst alles jetzt viel, viel lockerer, weil du dich nicht mehr abhängig machst von diesen Menschen, von diesen Situationen, ne? Wohltätig und Freundschaft, ja, das sehe ich auch so, dass wir uns wieder mehr mit anderen Menschen zusammentun sollten, mit Gleichgesinnten, ohne zu erwarten, etwas zu geben. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig und in der nächsten Zeit noch wichtiger. Dann haben wir hier, sind auch viele Karten gekommen. Ja, das ist jetzt auch sehr interessant. Ja, wir sehen hier eine kurze Krankheit. Ich sehe auch, dass du traurig bist, ne? Weil du eben diese Erwartung hast, dass dieser Mensch wieder zurückkommen soll oder dass deine Mama das verstehen soll, dein Papa verstehen soll, deine Oma, deine Tante, deine Kinder. Und das könntest du spüren, weil es jetzt an die Oberfläche kommt. Irgendetwas wird an die Oberfläche gespült werden, aber nur ganz kurz. Das ist nicht von Dauer. Ich habe das Gefühl, das wirst du die ersten 3-4 Tage, wirst du das in den Portaltagen spüren, ja, dass das an die Oberfläche gespült wird. Danach schaust du es dir an. Ab dem 4.5. schaust du dir schon die Sache an. Weil nämlich total schöne Karten jetzt kommen werden. Wir haben nämlich das große Glück, den reichen guten Herrn, Ehre und Erfolg und Reise. Hier wirst du jemand über viele Menschen, hier wirst du das große Glück in einer Liebe, in einem Menschen finden. Ich zeige euch mal alle. Na, wie positiv, ja, wie positiv diese Portaltage sind. Ne? Aber natürlich sind sie auch immer herausfordernd. Und hier kommt jemand auf der Reise auf dich zu. Jemand, der keine Schulden mehr hat. Jemand, der sein Leben gut reflektiert hat, gut angeschaut hat.
der sein Leben genießt, der gerne arbeitet, aber auch gerne in der Freizeit ist. Hier hast du eine sehr gute Gelegenheit, jemanden auf der Reise kennenzulernen. Und das kann eine kurze Reise sein, das muss keine lange Reise sein. Aber hier sehe ich, dass du zu Ehre und Erfolg wiederkommst und das große Glück annimmst. Egal, was du kreierst, was du erschaffst, mit welchen Menschen du dich zusammentust. Hier kommt dein Erfolg, hier kommt dein Verdienst, hier kommt deine Ehre, hier kommt dein großes Glück. Und du setzt dir wieder deine Krone auf. Du bist wieder eine Königin. Na, hatte ich glaube ich auch am Anfang gesagt, ne? Wegen meine Haare. Ja, da, du bist die Königin. Du bist der König in deinem Reich. Nur in deinem Reich bist du die Königin. Du hast nicht das Recht, die Königin eines anderen Reiches zu sein. Sondern immer in deinem Ich bist du die Königin. Und das wird dir bewusst. Ja, der Schutzengel und Maria Magdalena und Goldmarie sind an deiner Seite. Maria Magdalena werde ich euch vorlesen, wenn ich sie finde. Und der Schutzengel zeigt und führt euch jetzt den Weg, damit ihr zu Goldmarie werdet. Du hilfst und unterstützt. Na, wie ist denn die Goldmarie zu Goldmarie geworden? Durch den Weg zur Frau Holle. Und es ist der Winter. Durch das Bäumlein, rüttel mich, schüttel mich. Meine Äpfel sind reif. Dann kommt sie zum Brot. Ich bin reif, ich bin fertig gebacken. Zieh mich heraus, sonst verbrenne ich. Und du siehst, du hast immer die Chance und die Möglichkeit. Unterstützt du, hilfst du oder gehst du weiter? Und jetzt wirst du aufgefordert, nicht einfach nur weiterzugehen, sondern auch zu unterstützen. Und das sind die Portaltage. Sehr schöne Botschaft. Und Maria Magdalena hilft euch jetzt dabei. Ich habe viele Maria als meine Klientinnen. Ja, interessant. Magdalena habe ich zwei. Eine süße kleine Prinzessin und zwei erwachsene Frauen, ja. Interessant. Ja, Schutzengel. Der ist jetzt an deiner Seite und führt dich. Führt dich und geht mit dir. Diese Karte lege ich mir hierher, weil ich das in dem schlauen Büchlein euch vorlesen möchte. Ich werde das jetzt noch suchen oder heraussuchen, um dir oder euch das vorzulesen. Ich kriege das jetzt schon mal rein. Aber okay, da ist das Büchlein. Nein, ich werde das nachher machen. Viele möchten das ja eh nicht. Dann passt das eh ganz gut. Das haben wir hier. Konflikt, ne? Ja, du bist in diesem inneren Konflikt, ne? Wo mir gesagt haben, die Goldmarie, wie ist sie zu Goldmarie geworden? Indem, dass sie auf dem Weg zur Frau Holle war und viele Hürden auf sich genommen hat, um zu helfen und auch der Frau Holle zu helfen und zu unterstützen, ohne zu erwarten. Und wie sie dann Heimweh gehabt hat und gesagt hat, sie möchte jetzt wieder nach Hause, dann hat sie gesagt, gut, du gehst nach Hause. Und das ist bis zum Winter, bis nach dem Winter, könnte sich bei dir, also diese Portaltagen könnte sogar sein, dass du bis zum Winter, dass bis nach dem Winter eigentlich, diese Legung für dich interessant sein kann. Das, was jetzt schon mit den Portaltagen anfängt. Denn wir haben auch noch Gabriels Geschenk. Also das ist echt crazy hier. Ja, hier ist nicht nur dein Schutzengel an deiner Seite, sondern auch Erzengel Gabriel und Maria Magdalena.
und hilft euch, eure Konflikte zu lösen. Was haben wir hier Schönes? Ja. Die Kämpferische und das alte Karma und die Träumerin. Ja. Das alte Karma, ne? Das ist genau das, was ich euch in der Einleitung auch gesagt habe oder auch da hier zwischendrin. Hört es euch am besten nochmal an. Es war wirklich viel Information. Wo ich das ein bisschen ein Beispiel von mir gegeben hat mit Schneewittchen und so. Und dieses Vergiften, ne? Das ist eben dieses alte Karma, bis man es aufgelöst hat, bis man es auflöst, ne? Bis man sich der eigene Macht auch stellt. Und das könnte eben mit diesen Herausforderungen sein, mit diesen Konflikten hier, das alte Karma. Also wie ich auch in der Einleitung gesagt habe, hier wird etwas umgegraben, hier gräbt, hier kommt etwas an die Oberfläche, wird etwas an die Oberfläche gespült. Und ihr wolltet das kämpferisch, möchtet ihr das angehen, ne? Aber ich sage euch, bitte geht es mit Liebe an, geht es mit Feingefühl an, geht es mit Mitgefühl an, geht es niemals mit Härte, mit Strenge und mit schwierig, alles ist so schwierig an. Das ist nicht der Weg. Versucht in eure Leichtigkeit zu gehen. Nur wenn ihr in eurer Leichtigkeit seid, seid ihr auch in eurer Mitte. Alles, was ihr kämpferisch erkämpft, habt ihr zwar mit Muckis errungen, aber nicht mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen. Also hier mal eine kurze Denkanstoß an euch. Und hier geht es um Träumen, um Träumereien. Hier könnten die Fische die Portaltage vielleicht intensiver wahrnehmen als andere. Aber ich sehe, dass die Fische auch für finanziellen, materiellen Erfolg stehen. Und Fische sind nicht leicht zu fangen. Sie sind in ihrer eigenen Welt. Und hier pass bitte auf, dass du nicht in deiner eigenen Welt versinkst. Und deshalb auch die Gefahr, dass du vielleicht alleine und jetzt in den Portaltagen sollst du nicht alleine sein, sondern hier geht es um diese Zusammenkunft hier. Träumerin. Also hier, pass auf, dass du hier nicht allzu in deinen eigenen introvertierten Wesen hineinrutscht, sondern versuche in die Extrovertiertheit zu gehen. Ja? Zurückziehen, entspannen ist enorm wichtig, um Energie zu tanken, um aufzudanken, aber nicht sich in die Traumwelt zu verflüchtigen. Was noch ist mit der Träumerin, da geht es sehr oft auch um Meditationen, um hineinzuführen. Ne? Das war auch bei mir so. Auf einmal haben sie mir das Bild gezeigt. Das war schon Jahre. Boah, ich wusste das schon ziemlich lang. Ich glaube, ich meine, das war schon mit meinem 16. Lebensjahr wusste ich zumindest, dass ich Schneewittchen war. Das hat sich sehr offenbart. Lustig, da war meine Freundin, die war überhaupt nicht so drauf. Und ich sagte, wir haben so Märchen angeschaut, immer in der Kindheit. Und sie sagte immer, deine Mama ist die böse Königin, die böse Stiefmutter. Ne? Und das war schon interessant. Das hatten schon mehrere gesehen. Und ich war da noch im Kämpfen. Und ja, im Kämpfen, ne? So um Liebe, um Anerkennung und ist interessant. Und dann so, da war mein Kind, ich glaube so 10 Jahre circa, da habe ich dann das aufgearbeitet, das Thema Schneewittchen vergiften. Und das war so schräg, weil mein Kind ist neben gesessen, die hat das gesehen, wie ich da in den Glassack liege. Und sie sagt, Mama, da hat sich wer vorgebeugt und hat dich geküsst. Und ich habe das auch gespürt auf meine Lippen. Und es war dermaßen schräg. Ja? Und ich weiß, dieser Mensch,
Der ist genau der Mensch, den ich mit in diesem Leben zusammenkomme. Und das ist wie ein Märchen. Und so hört sich es auch an und so ist es auch. Und so ist es im Leben. Und wenn du wissen möchtest, ob du auch eine solche Figur, eine Rolle gespielt hast im Vorleben und das in diesem Leben sich auch so anfühlt, du weißt, du spürst das, dann kannst du mir ja gerne Bescheid geben. Ich weiß, mit Märchen kenne ich mich sehr gut aus. Ah ja, so, aber jetzt gehen wir weiter. Wow, die ersten Schritte. Ja, du gehst jetzt die ersten Schritte nach oben. Du verlässt jetzt das Alte, du drehst dich nicht mehr um. Ne? Schau dir, sie dreht sich nicht mehr um. Sie würdigt keinen Blick mehr. Sie möchte, ne? Sieht man, sie möchte, weil sie neigt den Kopf hierher. Ne? Sie möchte, eigentlich möchte sie sich da noch umdrehen. Eigentlich möchte sie sich da noch zurückschauen, zurückblicken. Aber sie bleibt stur, sie schaut nach vorne und sie schaut nicht mehr zurück. Und das ist gut so. Ihr schaut nicht mehr zurück und geht nach vorne. Ihr geht nach vorwärts, ohne zu kämpfen. Und wieder die Freunde. Das ist interessant, die Zusammenkunft. Also es ist in den Portaltagen sehr, sehr wichtig, sich mit Freunden, Bekannten auszutauschen. Wow, gib dir Mühe und bleib optimistisch. Ne? Gib dir Mühe bei Goldmarie zum Beispiel. Also wir sind echt im Märchen hier. Ja, stimmt, Goldmarie ist ja auch, also Frau Holle ist ja auch ein Märchen. Ne? Auch spannend hier. Ja, gib dir Mühe. Hier könnte etwas wirklich von einem Kindheitsthema an die Oberfläche kommen. Ja? Vielleicht hat dir deine beste Freundin eben vor, also davor auch gesagt, wie, was, wann, wer und du hast es nicht mehr oder vergessen oder nicht mehr in Erinnerung. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Ja. Ich glaube auch, dass du optimistisch durchs Leben gehen sollst. Ich glaube nicht, dass es jetzt auf die Liebe bezogen ist. Dazu kannst du dir sehr gerne die Single-Legung anschauen. Und hier kriege ich echt herein, dass du optimistisch bleiben sollst auf deinen Weg. Hier ist jemand auf dem Weg zu dir, jemand, der sein Leben schon kennt, der sein Leben schon erfüllt hat, der sein Leben voll ausschöpft, der auch weiß, dass es im Leben Höhen und Tiefen gibt, dass wir einen physischen Körper besitzen, aber den Ausgleich sehr gut schafft zwischen der, ja, körperlichen, physischen Essenz mit der geistigen, seelischen ein Einklang zu sein. Ich schaue jetzt, ich drücke euch jetzt mal kurz auf Pause, um euch Maria Magdalena zu suchen, dann braucht ihr nicht so lange warten. So, wie versprochen, lese ich euch Maria Magdalena vor. Die aufgestiegene Meisterin Maria Magdalena bittet dich, sie heute in dein Herz zu lassen, damit sie es mit wahrhaftiger Liebe füllen kann. Einladung zur Meditation. Also das heißt, jetzt kommt eine kurze Meditation. Ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und euch Maria Magdalena euch anhören, weil es vielleicht eine wichtige Information für euch beinhaltet. So, ich hoffe, ihr könnt mich sehr gut hören. Ich werde das Mikro jetzt noch ein bisschen näher geben. So, okay. Ich lehne mich jetzt auch zurück und entspanne mit euch mit und lese euch die Botschaft vor. Errichte in deinem Herzzentrum einen heiligen Ort, eine Kathedrale aus Alabaster, aus Gold und weißem Marmor, Schleier in tiefem Purpurrot, hängen in weichen Bögen an den Mauern und von der Decke im Inneren der Kathedrale. Leise, zarte Glocken erklingen und verbreiten sich wie ein Echo in deinem ganzen Sein. In der Mitte der Kathedrale brennt ein warmes Feuer in einem weiten Kelch aus Gold und rubinroten Stein. Du wärmst deine Hände an diesem Feuer, das alle Zeiten überdauert hat, und ruhst dich für einen Moment von deiner Reise des Lebens aus.
Du bemerkst, dass du in diesem Moment nicht alleine bist. Eine junge Frau in einem weißen Kleid und mit purpurfarbenen Umhang steht in der Tür und bittet dich darum, in dein ganz persönliches Reich eintreten zu dürfen. Ihr Name ist Maria Magdalena. Ihr Blick ist von unendlicher Güte und eine hypnotisierende Ruhe geht von ihr aus. Voller Liebe nimmt sie dich in den Arm. Sie weiß von all deinen Sorgen, von der Bürde, die du trägst, von den sonnigen Tagen und von deinem Leid. Schon sehr lange beobachtet sie deinen Weg und ist ihn im Stillen immer mit dir gegangen. Sie lacht mit dir, wenn du dich freust und vergisst Tränen für dich, wenn du nicht weinen kannst. In tiefer Liebe wart ihr in all der Zeit verbunden und dieses Band möchte sie heute mit dir erneuern und vertiefen. Du nimmst all die Fürsorge und Liebe für dich wahr, die sie in ihrem eigenen Herzen trägt, ein Gefühl, das sich von innen heraus wie ein Leuchtfeuer ausbreitet. Es strahlt aus deinem Herzen in einem tiefen Magenta, das deinen gesamten Körper und deine ganze Aura erfüllt. Du spürst Maria Magdalena, fürsorgliche Arme, die dich halten, jetzt und für alle Zeit. Lege deinen Kopf an ihre Schulter und erlaube dir, Trost an ihrer Brust zu finden. Sie möchte dir eine Freundin sein, eine Begleiterin, eine Beschützerin. Lange Zeit streichelt sie dir still übers Haar und spricht dabei beruhigende Worte in dein Ohr. Dann nimmt sie behutsam den Umhang von ihren Schultern mit einem Blick voller Bewunderung für deine Stärke in diesem Leben zu bestehen. Legt sie ihn dir um und bindet die Kordel vor deinem Hals. Der Umhang wärmt dich, bietet dir Liebe und trinkst heißen Kakao im Winter und ist aus reiner Liebe gewebt. Du spürst die Kraft, die in seinem samten Gewebe liegt, all die Güte, die er über die Jahrhunderte von Maria Magdalena, der Trägerin der Liebe, selbst aufgenommen hat. Nun soll er dir gehören und dich für alle Tage behüten und beschützen. Er soll dich in ihrer immerwährenden Liebe spüren lassen, so dass du von diesem Gefühl vollkommen ausgefüllt bist und es in deiner Welt, an deiner Familie, deinen Freunden und allen anderen Mitmenschen, die du liebst, weitergeben kannst. Trage diesen Umhang mit Dankbarkeit und Stolz, in dem Wissen, dass du in Maria Magdalenas eine wunderbare Freundin gefunden hast. Ja, das war die kurze Meditation. Ich zeige euch noch das Büchlein, die traumhaften Seelenreisen und volle Magie. Von Anna Katmore. Ich zeige euch das Büchlein dazu, da der Text dabei. Ja, Maria Magdalena mit ihrem Umhang der Liebe. Schöneren Ausklang der Portaltage könnten wir gar nicht haben. Ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute und eine wundervolle Zeit. Ich liebe euch. Baba. Tschüss.